Hallo, hier ist Marc Huster und ich freue mich, Sie hiermit ganz herzlich zum Firmenlauf Erzgebirge einladen zu dürfen. Anmelden kann sich jedes Team unter www.firmenlauf-erzgebirge.de. Wir sehen uns also in Aue, Ihr Marc Huster. Unsere Nachrichten für Sie am Dienstag. Gutes Team, Jugendfeuerwehr Auerbach feiert 20-Jähriges. Gute Stimme, Lankreer rufen um die Wette. Und guter Start, Motorsportler starten in die Saison. Glück auf, gut, dass Sie da sind. Was wäre nur unsere Feuerwehr, wenn auf der Welt kein Feuer wäre? Gut, das Feuer als eines der Urelemente ist aber nun mal da und so sehr es uns auch nutzt, so sehr kann es auch schaden. Nicht selten hören und sehen Sie ja hier in den Nachrichten davon. Gut, dass da Menschen sind, die sich dem Kampf gegen Feuer und Flamme verschrieben haben. Doch die werden immer weniger. Da wird die Jugendarbeit zur Nachwuchsschmiede Nummer 1, denn Quereinsteiger gibt es so gut wie keine. Das ist im erzgebirgischen Auerbach nicht anders. Dort gibt es eine Jugendfeuerwehr, erfolgreich seit 2 Jahrzehnten. Gerald Nözel feierte mit. In diesem Jahr kann die Jugendfeuerwehr Auerbach auf ihr 20-jähriges Bestehen zurückblicken. Dazu luden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Auerbach alle Bürger und Interessierten ein, mit ihnen gemeinsam am Gerätehaus dieses Jubiläum zu feiern. Bei schönstem Wetter war für die jüngsten Besucher die Hüpfburg ein unverzichtbares Muss. Aber auch Kinderschminken stand auf dem Plan. Genau wie eine Fahrt auf dem wohl kleinsten Karussell im Erzgebirge. Ich begrüße Sie heute zum 20-jährigen Jubiläum der Jugendfeuerwehr Auerbach am Gerätehaus. Wir werden heute eine Löschübung durchführen und eine technische Hilfeleistung. Die Jugendfeuerwehr Auerbach besteht aktuell aus 17 Kindern, davon sind 3 Mädchen dabei. 1995 wurde der Feuerwehr Auerbach das neue Löschgruppenfahrzeug übergeben. Angedacht dazu war, dass das Löschfahrzeug auch zukünftig mit jungen, aktiven Kräften besetzt wird. Und daraufhin wurde am 22. Februar 1996 die Jugendfeuerwehr Auerbach gegründet. Was die Jugendlichen heute drauf haben, zeigten sie bei einem simulierten Unfall mit einer eingeklemmten Person. Dazu rückten sie unüberhörbar mit Martinshorn und Blaulicht an. Es folgte die koordinierte Aufstellung vor dem Löschfahrzeug mit einer Lagebesprechung vor Ort. Sicherungsmaßnahmen wurden am Unfallort eingeleitet und mit der Rettung begonnen. Dazu mussten eine Tür und das Dach entfernt werden, damit die verletzte Person so schonend wie möglich, aber auch so schnell wie nötig aus dem Fahrzeug befreit werden konnte. Damit diese Abläufe auch in Zukunft immer sitzen, trifft sich die Jugendfeuerwehr alle 2 Wochen zum Übungsdienst. Dabei geht es um Schlauch- und Fahrzeugkunde, ebenso wie um Straßenabsperrung, Erste Hilfe oder den richtigen Einsatz von tragbaren Leitern. An diesem Tag stand auch die Feuerwehrtechnik zum Anschauen bereit. Fahrten im Löschfahrzeug wurden angeboten. Was die Jugendlichen in der Feuerwehr Auerbach bis heute erleben durften, wurde stolz auf Tafeln und Bildern in der Fahrzeughalle gezeigt. Mit der Gründung der Jugendfeuerwehr Auerbach soll auch der Fortbestand der Wehr gesichert werden. Dieser Umstand ist heute in manch anderen Gemeinden nicht immer gegeben. Schließlich wird jeder Bürger froh sein, wenn die Floriansjünger auch kommen, wenn es bei ihnen einmal brenzlig wird. Weitere Nachrichten vom Dienstag. Wie die Facebook-Gemeinschaft Ein Herz für Kevin jetzt mitteilte, habe der 24-jährige Kevin Kerrut aus Aue nun sein Spenderherz bekommen. Weiter heißt es, dem jungen Mann wurde das lebenswichtige Organ am Wochenende transplantiert. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut. Offenbar wegen einer verschleppten Grippe hatte sein eigenes Herz vor Jahren versagt. Seitdem wartete er auf ein Spenderherz. Der Gesundheitszustand des 24-Jährigen hatte sich in den letzten Wochen zusehends verschlechtert. Kevin erreichte eine Welle der Solidarität ins Klinikum Leipzig. Auch Kinder der Klasse 3 vom Hort Auer Weltentdecker hatten sich gesorgt. Sie malten Bilder und Geduldsspiele, schrieben Gedichte und Geschichten zum Schmunzeln. Langes Krähen und lange Schwänze.
In Annaberg-Buchholz war Treffpunkt für die Züchter von Rassegeflügeln. In der Gemeinschaftszuchtanlage des Rassegeflügelzuchtvereins Annaberg 1845 zeigten sich am vergangenen Wochenende zur 6. gemeinsamen Hauptsonderschau die Sondervereine der Züchter der Phönix, Zwergphönix und Onagadori sowie der Sonderverein zur Erhaltung asiatischer Langkreher und der internationale Oiki-Club. Diese außergewöhnlichen Hühnerrassen mit ihren einzigartigen Merkmalen und ihrem imposanten Wesen sind sogar für eingefleischte Züchter etwas ganz Besonderes. Wir befinden uns heute hier zur 6. gemeinsamen Hauptsonderschau der Sondervereine für asiatische Langschwanz- und asiatische Langkreherrassen. Aber hier hinter mir ist ein Onagadori-Hahn mit einem sehr langen Schwanz. Das verbreitet sind die Phönix und Zwergphönix und auch die Ohiki als Langschwanzhähner. Bei den Langkrähern gibt es Hähne, die zwischen Bass, Bariton und Tenor unterschiedlich in unterschiedlichen Tonlagen etwa 20 bis 22 Sekunden lang krähen. Auch diese Rassen sind in Deutschland sehr selten, selbst in Japan sind sie selten und werden durch den Staat gefördert mit doch erheblichen Geldzuwendungen an die Züchtung. Die Veranstaltung fand in Erinnerung des 95. Gründungsjubiläums des Sondervereins der Phönix und Yokohama 1920-21 statt. Initiator von damals und gleichzeitig erster Vorsitzender war Kurt Lang aus Sehma. Er lud die Phönix- und Yokohama-Züchter aus dem in- und deutschsprachigen Ausland ein, um diese zu vereinigen. Diese Vereinigung damals war der Vorgänger der heutigen beiden Sondervereine. Züchter aus Deutschland, der Schweiz, Polen und Frankreich stellten in Annaberg-Buchholz den drei Preisrichtern ihre gefiederten Schönheiten zur Bewertung vor. Stolz präsentierten die den Gästen ihre Tiere, die mit einem Schwanzgefieder von teils über einem Meter aufwarten konnten. Diese Sonderschauen sind auch unter den Züchtern selten und werden dann auch ausgiebig zum Gedankenaustausch genutzt. Bei den Langkrähern besticht neben der Schönheit auch die Stimme. Beim Wettkrähen ist es des Hahnes Pflicht, innerhalb von 10 Minuten dreimal zu krähen. Landes- und Bundespolitikerinnen der Linken werden unter dem Motto Hier leben, hier bleiben, Regionen der Zukunft bis Oktober 2016 durch alle ländlichen Räume Sachsens touren. Der Startschuss fällt morgen am 4. Mai in Brand-Erbisdorf. Ziel ist es, vorhandene und neue linke Lösungsvorschläge für die Sicherung der Lebensqualität im ländlichen Raum vor Ort zu diskutieren. Wie lassen sich Menschen vor Ort halten? Wie lassen sich gute Lebensbedingungen sichern, wenn regionale Wirtschaftskreisläufe fehlen, Lücken in Gesundheitsversorgung und im öffentlichen Nahverkehr klaffen, das Sicherheitsgefühl leidet? Mit den Ergebnissen der Tour will die Linksfraktion 12 Jahre nach ihrem alternativen Landesentwicklungskonzept Alexa auch ihre konzeptionellen Vorstellungen zur Entwicklung des Freistaates vorantreiben. Die stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke, Dr. Jana Pinker, kommentiert das Vorhaben: Seit 25 Jahren regiert die CDU das Land. Die Kluft zwischen den ländlichen Regionen und den Großstädten ist größer geworden, vor allem bei der Bevölkerungsentwicklung. Fern von Leipzig, Dresden und Chemnitz steht die Attraktivität der Regionen auf dem Spiel. Dabei hat der Grundsatz gleichwertiger Lebensverhältnisse Verfassungsrang. Es gibt Hoffnung. Viele junge und ältere Menschen möchten in ihrer Region dauerhaft leben. Sie sehen aber die Polarisierung zwischen Stadt und Land mit Sorge. Das ist die Motivation für unsere Tour. Mit ihnen wollen wir sprechen, aber auch mit denen, die vor Ort Verantwortung tragen. Wir werden alle Landkreise durchqueren. Im Moment sind etwa 80 Veranstaltungen geplant.
Aktuell sind 1.496 Mädchen und Jungen bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur Annaberg-Buchholz gemeldet. 849 Jugendliche sind Ende April noch ohne Ausbildungszusage gewesen. Demgegenüber wurde der Agentur für Arbeit 1.566 betriebliche Ausbildungsplätze gemeldet. 943 waren Ende April noch offen. Dazu Siegfried Bäumler, Leiter der Agentur: Wir haben eine gute Ausgangsbasis. Rein rechnerisch gibt es für jeden Schulabgänger mehr als ein Angebot. Schulabgänger sollten sich jetzt bei regionalen Firmen vorstellen. Denn wer Erfolg haben möchte, sollte mehrere Eisen im Feuer haben und sich frühzeitig bewerben, so Bäumler. Weiter sagte er, die Region bietet eine Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten und es lohnt sich, hier beruflich Fuß zu fassen. Unsere Erfahrungen zeigen, wer seine Lehre in der Fremde beginnt, kommt in der Regel auch nicht in die Heimat zurück. Nutzt also die Chance auf Ausbildung und bleibt hier. Das Erzgebirge braucht Nachwuchs. In Stolberg hat der Hort am Park der Sinne am vergangenen Freitag sein Talentefest gefeiert. Weiter Weg, doch zu groß ist hier kein Opfer. Das Meer so leer, wenn da nur jemand wär. Ganz allein im Wasser, es ist doch recht schwer. Hallo, ist hier jemand da? Ein kleiner Delfin, der sich sofort sah. Und Kinder aus allen Klassenstufen hatten ihr Können gezeigt. Das Repertoire war vielseitig. Es reichte von Instrumentalmusik über Gesang bis hin zu kleinen Theaterstücken, zum Beispiel vom Struwwelpeter. Prinz, der Mama, Mädchenprinz. Was wollt ihr denn hier? Das ist mein Spielplatz und ich habe auch keine Lust mit euch zu spielen, weil ihr so schmutzig seid. Was gibt es denn da zu lachen? Bin ich vielleicht ein Kasper? Ja. Na schön, wenn ihr schon einmal da seid. Ich bin der liebe und gute Peter. Das Talentefest fand so großen Anklang, dass die Turnhalle an der Stolberger Dürer Grundschule schon fast aus allen Nähten platzte. Eltern, Großeltern und größere Geschwister zeigten sich begeistert und spendeten viel Applaus. Und im Hort ist man sich sicher, das müssen wir mal wieder machen. Zu Verkehrsbehinderungen kommt es am 4. Mai aufgrund des 11. Firmenlaufs, dessen Strecke durch die Auer Innenstadt verläuft. Ab 19.50 Uhr bis ca. 20.30 Uhr ist deshalb die Durchfahrt durch die Innenstadt von Auer nicht möglich. Die Umleitung ist ausgeschildert und führt über die B169 und S255 bzw. B101. In der kommenden Saison werden drei Spieler nicht mehr für den EHV Auer auflaufen. Der sich schwer verletzte Adam Massur wird seine Profilaufbahn beenden. Torhüter Sveinbjørn Pettersen wird nach 4 Jahren beim EHV Auer in seiner Heimat zurückkehren. Er unterschrieb einen Vertrag bei einem isländischen Erstligisten. Wo Linkshänder Ladislav Brückner in der neuen Saison spielen wird, steht noch nicht fest. Der tschechische Nationalspieler trug 4 Jahre das Trikot des EHV Auer und erzielte insgesamt 274 Tore. Die Ersten hatten sich ja gestern schon gewundert, wie viele Biersorten es doch auf dieser Welt gibt. Heute aber, denke ich, scheiden sich die Geister. Wann schmeckt Bier am besten? Darf man die Hopfenkaltschale oder auch Gerstensmoothie genannt überhaupt mit anderen Dingen mischen und damit sozusagen verunreinigen? Na, das wird jedem selbst überlassen. 4 fürs Bier, Fakten über das Hopfengetränk. Teil 2 unserer Wochenserie. Yeah.
Bier wird am besten bei einer Temperatur von 7 bis 9 Grad Celsius serviert und getrunken. Das zumindest empfehlen die Kenner. Damit ist es prädestiniert als sommerliches Erfrischungsgetränk, schmeckt aber so gekühlt auch an kalten Winterabenden. Auch nach dem Sport gilt Bier als ideales Getränk, wenn denn der Alkohol nicht wäre. Es ist isotonisch und wäre ohne Alkohol sogar kalorienarm. Aber es gibt ja zum Glück alkoholfreies Bier. Und apropos Alkohol, mit rund 5 Volumenprozent Alkoholgehalt, also weit unter der Marke von Wein oder gar Whisky, lässt sich Bier wohl dosiert verzehren, ohne gleich fahruntüchtig zu werden. Bier eignet sich aber auch gut als Basis für Mischgetränke. In Cocktails gibt es Würze, gemischt mit fruchtigen Limonaden als Radler oder mit Cola als Diesel ist es ein guter Durstlöscher. Also Bier dürfen auch Sportler zu sich nehmen, natürlich in Maßen. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Zwei Erzgebirge, über die wir hier in ErzTV Kompakt schon mehrfach berichtet haben, waren am vergangenen Wochenende erfolgreich auf dem Lausitzring unterwegs. Der eine konnte sogar gewinnen. Bilder und Stimmen dazu von André Teubner und Mario Rosniak. Knapper Auftaktsieg bei der Superbike IDM 2016 für Max Neukirchner. Der Stolberger konnte sich am Wochenende in einem bis zum Schluss hochspannenden Rennen auf dem Lausitzring gegen seine Konkurrenten durchsetzen. Das sah am Anfang etwas anders aus. Mathieu Genet hatte sich die Pole Position geholt und Neukirchner startete von Platz 3. Schon nach den ersten Metern zog Neukirchner am Franzosen vorbei. Die Führung hielt er in den ersten Runden, konnte sich aber den Attacken von Genet zunächst nicht erwehren. 4 Runden vor Schluss nochmal der Wechsel. In der vorletzten Runde überholte Genet nochmal mit der schnellsten Laptime, bevor Neukirchner auf den letzten Metern den Sieg doch noch für sich auf der Yamaha holen konnte. 600stel vor dem Franzosen. Ja, das erste Rennen ist vorbei und ich war wirklich sehr, sehr happy. Ich habe einen sehr guten Start gehabt, konnte die ersten 2 Runden in Führung bleiben, weil wir halt wussten, mit unseren Reifen können wir die ersten paar Runden nicht den optimalen Grip ausnutzen. Dann hat mich BMW überholt und ich konnte wirklich gerade so dranbleiben. Und Mitte des Rennens konnte ich wirklich sehr gut dranbleiben, konnte ihn auch nochmal überholen. In der letzten Runde ist er wieder vorbeigekommen. Auf der Gegengerade konnte ich ein bisschen besser rausbeschleunigen, konnte wieder mich vorbeisetzen und habe einfach die letzten 2-3 Türen einfach spät gebremst und die Tür zugemacht. Und damit konnte ich gewinnen. Der Erfolg kommt aber nicht von ungefähr, sagt Neukirchner. Besonders die Reifen machten dem Team Kopfzerbrechen. Unser Team hat ja dieses Jahr gewechselt. Wir sind mit die einzigsten Dunlop-Fahrer dieses Jahr. Und damit haben wir schon unsere Probleme gehabt, weil unser Fahrwerk müssen wir komplett neu abstimmen. Das ist wie ein neues weißes Blatt Papier. Und da hatten wir am Anfang Riesenprobleme. Und wir sind trotzdem noch nicht da, wo wir gern hinwollen. Das nächste Rennen ist schon in dieser Woche auf dem Nürburgring. Max freut sich drauf, ist fit und bezeichnet auch seine Yamaha als gutes Arbeitsmittel. Auch Toni Erhard aus dem Erzgebirge spielt schon weit vorn mit. Ich bin sehr zufrieden bis jetzt. Dieses Wochenende 4. geworden, hätte mir ein bisschen mehr erhofft nach den guten Trainings in den letzten Tagen. Mit dem neuen Motorrad vom Kiefer Racing Team ist er ganz zufrieden.
ebenso mit seinem Team. Er hofft, dass er auf der Erfolgsleiter noch weiter nach oben klettern kann. Nach einer langen Pause wird er zum Sachsenringrennen wieder auf der Strecke zu sehen sein. Zeit, sich intensiver um den Führerschein zu kümmern. Den macht er nämlich gerade. Demnächst ist Theorieprüfung. Tipps und Termine. Hippie-Musik feiert eine Wiederauferstehung. Zwei Bands aus Tel Aviv und Dresden werden das beweisen. Am Samstag, dem 7. Mai, gastieren sie ab 21 Uhr im Kulturzentrum Alte Brauerei Annaberg-Buchholz. Aus Israel kommt die populäre Psychrock-Band Uso Bazooka mit ihrem zweiten Album Simoon. Die vier Jungs aus Tel Aviv spielen einen wilden Mix aus klassischem Hardrock, Psychedelic, Garage Rock und Surf Sound. Dabei lautet das musikalische Motto der neo-hippesken Wüstensöhne East meets West. Support spielt die junge Retro-Rock-Band Tu Akano aus Dresden, die vor allem die Stoner-Rock-Freunde entzücken dürfte. Karten für diese Veranstaltung gibt es für 10 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen, bei AD Ticket unter adticket.de, unter Telefon 03733 24801 oder in der Alten Brauerei direkt. Für das am 10. Mai 2016 im Sparkassen-Erzgebirgsstadion Aue anstehende Finale im Wernesgrüner Sachsenpokal zwischen dem FC Erzgebirge Aue und dem FSV Zwickau hat der Kartenvorverkauf begonnen. Wie FCE-Ticketchef Marco Hoffmann erklärt, sind die Eintrittskarten in allen bekannten Vorverkaufsstellen und auch online zu haben. Der Verkauf der Gästetickets erfolgt über den FSV Zwickau, der hierzu 1500 Eintrittskarten erhält. Ursprünglich sollte das Finale in Zwickau ausgetragen werden. In Absprache mit den Sicherheitsbehörden und dem Sächsischen Fußballverband gab der FSV Zwickau das Heimrecht ab. Der Anstoß zum Endspiel im Wernesgrüner Sachsenpokal erfolgt am 10. Mai um 19 Uhr. Einlassbeginn ist 17.30 Uhr. Vom 5. bis 8. Mai 2016 treffen sich die deutschen Spitzenkegler auf der Kegelbahn Stolberg 9 Pinz. Grund dafür ist die Wiedereröffnung der Kegelstätte. Am Samstag, dem 7.5., findet das Länderspiel Deutschland gegen Tschechien mit den U23-Mannschaften statt. Am Sonntag, dem 8.5., bereiten sich die Nationalteams der Damen und Herren gegen die deutschen U23-Nationalteams mit Testspielen auf die Weltmeisterschaft vor. Der Kegelsport, welcher seine Wurzeln schon seit 1920 in Stolberg hat und nach 85 Jahren zum Erliegen kam, wird dadurch wieder belebt. Die Sportstätte, die durch die private Investition realisiert wurde, baut dabei auf modernste Ausstattung, um ein hohes Niveau zu etablieren und den Keglern eine internationale Spielebasis zu bieten. Das war RCV Kompakt am Dienstag. Die nächste Ausgabe sehen Sie morgen um 20 Uhr und weiter informieren wir Sie auch im Internet bei rctv.de. Sagen Sie es weiter, wir senden täglich neue und frische News und Infos aus der Region. Gut, dass Sie heute dabei waren. Glück auf!